Markus Kapitel 12 erzählt Jesus als erstes ein Gleichnis von einem Weinbergbesitzer, der seinen Weinberg verpachtet. Und diese Geschichte zeige ich euch wieder als Bibelcartoon. Das ist Leonard. Leonard ist sehr reich und besitzt einen Weinberg. Leonard hat vor, eine längere Zeit ins Ausland zu gehen und verpachtet den Weinberg an Mike, Sam und Hartmut. Das heißt, Mike, Sam und Hartmut können den Weinberg nutzen, die Trauben ernten und verkaufen und müssen Leonard nur ab und zu einen kleinen Betrag Miete zahlen. Leonard fliegt also ins Ausland und überlässt den drei Männern den Weinberg. Als Mike, Sam und Hartmut den Weinberg einige Zeit haben, kommt ein Mitarbeiter von Leonard vorbei, um die Miete abzuholen. Mike, Sam und Hartmut wollen die Miete aber nicht zahlen. Sie verprügeln Leonards Mitarbeiter und schicken ihn wieder weg. Als Leonard davon erfährt, schickt er seinen Mitarbeiter erneut los. Diesmal verprügeln sie ihn so sehr, dass er stirbt. Auch einen zweiten Mitarbeiter, den Leonard schickt, prügeln Mike, Sam und Hartmut zu Tode. Da macht sich Leonard Gedanken. Was soll ich nur tun? Und ihm kommt eine Idee. Ich werde meinen Sohn hinschicken. Auf den werden sie schon hören. Als Mike, Sam und Hartmut Leonards Sohn kommen sehen, freuen sie sich. Das ist Leonards einziger Sohn. Wenn wir ihn umbringen, gehört der Weinberg uns. Sie zögern nicht lange und bringen auch Leonards Sohn um. Dann fragte Jesus seine Zuhörer: Was denkt ihr, was wird Leonard mit Mike, Sam und Hartmut tun? Er wird sie auf jeden Fall bestrafen, ihnen den Weinberg wieder wegnehmen und ihn anderen geben. Diese Geschichte erzählte Jesus, um auf seinen Tod hinzuweisen und darauf, dass durch ihn alle Menschen zu Gott kommen können, nicht nur das jüdische Volk. Anschließend versuchen eine der religiösen Leiter, Jesus herauszufordern, und wie er darauf reagiert, das sehen wir als nächstes. Einmal kamen ein paar Leute zu Jesus, weil sie ihm eine Falle stellen wollten. Sie fragten ihn: Lehrer, erkläre uns doch bitte, ist es richtig, dass wir Steuern an den Kaiser zahlen? Das jüdische Volk, zu dem Jesus gehörte, wurde damals von den Römern beherrscht, die sie zwangen, hohe Steuerbeträge an sie zu zahlen. Jesus wurde wütend. Ihr wollt das doch eigentlich gar nicht wissen. Ihr wollt doch einfach nur, dass ich etwas sage, das die Leute wütend macht. Weil ihr mich loswerden wollt. Gebt mir eine Münze. Wessen Gesicht ist in diese Münze eingeprägt? Das des Kaisers? Dann gebt dem Kaiser, was ihm gehört, und gebt Gott das, was er von euch verlangt. Darauf konnten sie nichts mehr sagen und gingen weg. Anschließend wird wieder sehr ausführlich eine eher theoretische Frage behandelt. Es geht nämlich um die Auferstehung der Toten, und einige Leute glaubten nicht daran, dass nach dem Tod die Menschen auferstehen werden, und stellten Jesus deswegen eine Frage. Sie bringen ein Beispiel, wo eine Frau 10 Männer hat, die dann nacheinander sterben, und fragen ihn: Ja, wer hat denn diese Frau dann als Frau im Himmel? Jesus antwortet ganz unerwartet darauf. Er sagt: In einem Himmel wird nicht mehr geheiratet, und im Himmel ist der Besitzanspruch, den ein Mann wegen einer Ehe an eine Frau hat, aufgehoben. Es wird ganz anders sein, und er erklärt, dass wir im Himmel einen anderen Körper haben und eher den Engeln ähnlich sind. Anschließend fragen einige Leute Jesus noch nach dem wichtigsten Gebot. Diese Geschichte habe ich auch wieder als Bibelcartoon vorbereitet. Einmal wurde Jesus gefragt: Was ist die wichtigste Vorschrift, die Gott uns in seinem Gesetz gegeben hat? Jesus antwortete: Ganz einfach. Liebe Gott mit deinem ganzen Herzen und deiner ganzen Kraft. Aber es gibt auch noch eine zweite Vorschrift, die genauso wichtig ist wie die erste. Liebe andere Menschen, so wie du dich selbst liebst.
Diese zwei Vorschriften fassen alles zusammen, was in dem Gesetz, das euch Gott gegeben hat, noch genauer beschrieben wird. Im Tempel hielt Jesus dann mal wieder eine Rede. Was haben die Theologen nochmal gesagt, dass der Auserwählte, der Christus, aus der Familie vom ehemaligen Präsidenten David kommen soll? David hat gesagt, als er mal von der Kraft Gottes angefunkt wurde, Gott hat zu meinem Chef gesagt, setz dich auf die Ehrentribüne, gleich neben mich. Ich werde die Leute, die schlecht zu dir waren, schon klein kriegen. Wenn sogar David ihn als Chef bezeichnet hat, wie kann er dann gleichzeitig von ihm abstammen? Die Zuhörer hingen förmlich an seinen Lippen, als er das erzählte. Dann sagte Jesus noch, passt auf, was euch diese Theologen einreden wollen. Sie machen voll die Show mit ihren tollen Klamotten und finden sich ganz toll, wenn die Leute sie ehrfürchtig begrüßen. Sie wollen immer einen besonderen Sitzplatz auf der Ehrentribüne in den Synagogen haben und auf irgendwelchen wichtigen Partys unbedingt auf der Gästeliste stehen. Hintenrum zocken sie die Häuser der Witwen gerne mal eiskalt ab. In der Öffentlichkeit veranstalten sie dabei gerne auch mal eine Runde Showbeten, um so zu tun, als wären sie sonst wie fromm. Sie werden mal ein hartes Urteil von Gott dafür bekommen. Markus 12 schließt mit der Geschichte von der Witwe und ihrem Opfer ab und diese Geschichte haben wir auch wieder als Bibelcartoon für euch vorbereitet. Einmal war Jesus mit seinen Freunden, den Jüngern, im Tempel. Das ist so etwas wie heute eine Kirche. Es gab dort eine Spendenkasse, in die die Besucher des Tempels Geld geben konnten. Jesus beobachtete einige Zeit, wie Menschen dort Geld hineinwarfen. Nach einer Weile kam eine verwitwete Frau an und warf eine kleine Kupfermünze in die Kasse. Jesus beobachtete das und sagte zu seinen Jüngern, schaut euch die Witwe dort an. Ihr wisst, wie arm Witwen sind. Diese Frau hat heute mehr gegeben als alle anderen vor ihr. Die anderen haben nur einen Teil ihres Geldes gegeben. Sie aber hat alles gegeben, was sie hatte.